Heute wollen wir eigentlich mal was ganz Einfaches machen. So einfach wird es nicht, sonst hätte ich ja auch kein Video gemacht. Ich wollte die Batterie von meinem Motorrad laden. So, dafür habe ich die ausgebaut. Steht jetzt hier, ein Batterieladegerät steht hier. Viele von euch haben das vielleicht, oder falls ihr es neu habt und ihr wollt wissen, wie man damit eine Batterie lädt. Es ist eigentlich total simpel, so simpel, dass man an sich gar kein Video davon machen müsste. So, wir haben hier zwei Ladekabel, Ladedrähte, wie auch immer, die hier rauskommen, hier mit solchen Klemmen. Und die kommen dann hier angeschlossen. Ich mache das Ganze hier im stromlosen Zustand. Schließe sie einfach mal hier auf Plus und Minus an. Rot auf Plus, Schwarz auf Minus. Und jetzt, da dieses Ladegerät wirklich simpel ist, muss man nur noch den Stecker in die Steckdose stecken. So, das werde ich jetzt mal tun. Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Alle Leute, die ein funktionierendes Ladegerät haben, wären jetzt fertig. Die Batterie würde laden. Wir würden hier vorne, wenn die Sarah mal rankommt, auf der Ladeanzeige dann einen Ausschlag dieses Messzeigers sehen und die Batterie würde laden. Aber ich weiß ja schon, ich habe es ja schon ausprobiert, das funktioniert nicht. Denn jetzt geht es an die Fehlersuche. Wenn ihr nämlich dann soweit seid und ihr merkt, okay, da funktioniert nichts, dann würde ich jetzt wieder hingehen und die Batterie abklemmen, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Die beiden Klemmen auch ein bisschen auseinanderlegen, Batterie erstmal wegstellen. Dann nehmen wir uns hier unser Messgerät. Sarah fragt gerade, woran man erkennt, was Plus und Minus ist. In der Regel ist Rot Plus, Schwarz Minus. Wir haben aber auch hier auf den Klemmen ein Plus und ein Minus draufstehen. Weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, zur Not müssen wir Fotos machen und Fotos reinblenden. Ich kann auch mal ein Foto hinten noch von dem Typenschild von dem ganzen Ladegerät machen. So, jetzt gehen wir an die Fehlersuche. Dann würde ich als allererstes anfangen und hier mit meinem Messgerät. Das stelle ich dann auf Volt und Wechselspannung und dann würde ich einfach mal hier anfangen, muss ich mal gucken, wie ich hier reinkomme, und messe mal hier, ob überhaupt Strom an meinem Verlängerungskabel, an der Steckdose, wo auch immer ankommt. So, da sehen wir 231 Volt, also Strom ist da. Das heißt, Strom kommt hier an unserem Gerät an. Da wir an dem Gerät ja weder einen Ausschalter noch nichts haben, wir haben nichts um einzustellen, außer hier vorne ist so eine kleine Sicherung drin, eine 20 Ampere Sicherung. So, dafür gibt es eigentlich so, dafür gibt es eigentlich solche Klammern. Haben wir nicht. Habe ich jetzt nicht. Wir nehmen einfach mal hier so einen Schraubenzieher. Ja gut, das ist auch der falsche. Das ist ein Kreuzschraubenzieher oder Dreher, aber hier mit der Klemme geht es auch. So, dann haben wir die Sicherung raus. Das ist eine 30 Ampere Sicherung. Wenn ich das jetzt sehe mit meinen blinden Augen, werdet ihr sicherlich nicht erkennen. Ich glaube auch nicht. Jetzt kann man hier ja optisch schon sehen, wenn da diese metallische Verbindung, diese Blechverbindung da drin ist, ist die Sicherung eigentlich in Ordnung. Man kann aber auf Nummer sicher gehen, wenn man hier schon so ein Messgerät hat. Dann stellt man hier auf Durchgangsprüfung oder Diodenprüfung oder wie auch immer die heißt. Und wenn es piept, haben wir Durchgang. Ja, kann man hier vorher testen. Wenn es piept, die Sicherung ist also in Ordnung. Ist jetzt ein bisschen dumm an unserem Gerät, weil viel mehr Variablen haben wir ja nicht. Das heißt, und deswegen liegt der Kreuzschraubendreher ja schon hier, wir müssen das Ganze aufschrauben. Wie vorbildlich du Schraubendreher sagst. Schraubendreher, ja, sonst kommen da wieder irgendwelche Schlaumeier. Ja, normal sage ich immer Schraubenzieher. So, wenn wir das Gerät öffnen, trennen wir das Ganze natürlich von der Netzspannung. Und ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich Sarahs Tisch nicht verkratze. Ja. Und dann sind ja einfach nur so Kreuzschrauben drin. Die sind dann eben rausgeschraubt. Wenn wir die vier Schrauben rausgeschraubt haben, können wir einfach den Deckel aufheben. Bis auf ein paar Spinnweben ist hier nicht viel drin. Aber wir sehen hier schon, da ist noch eine Sicherung drin verbaut. Und da kann man optisch schon sehen, da hat es ein bisschen geschmort. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Da hat es ein bisschen geschmort. Jetzt können wir wieder hingehen, hier unser Messgerät nehmen und einmal da auf die Seite und da auf die Seite und wir hören nichts, wir sehen und hören nichts. Das heißt, die Sicherung ist kaputt. Ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, weil diese Sicherung ist da irgendwie festgelötet. Das heißt, ich kann die nicht rausziehen oder so. Das ist natürlich, wir haben ja hier kein Premium-Gerät, wie man an der Marke sicherlich erkennen kann. Und
Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die nicht mal eben ausgetauscht. Aber, tada! Ich habe da mal was vorbereitet. So, den müssen wir jetzt aber erstmal einstecken und warten, bis er heiß ist. Und dann können wir die Sicherung da rauslöten, weil, ja, man kann auch, glaube ich, 20 Ampere, würde ich sagen, ist das. Weil dann müsste ich nämlich gleich erstmal noch eine neue Sicherung kaufen. Ja, ansonsten, wenn jetzt die Sicherung nicht kaputt ist, kann natürlich hier auch eine von der Transformatorspulen da irgendwo kaputt sein, einen Kurzschluss haben, wie auch immer. Hier könnten irgendwelche Lötstellen vielleicht ab sein, aber ansonsten ist da nicht viel dran. Dann ist hier noch irgendwie so ein Regler oder was auch immer da verbaut ist, keine Ahnung. Wer das weiß, was da verbaut ist, kann das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Reinschrauben wollte ich schon sagen. Hast ja, du. Ansonsten brauche ich euch jetzt erstmal nicht zulabern, sondern wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Sicherung da versuchen rauszulöten. Jetzt gucken wir mal, ob der Lötkolben schon heiß genug ist. Ich meine, vielleicht ist er ein bisschen klein, das ist ja schon ein riesen Klumpen an Lötzinn, aber das sieht mir ganz gut aus, da verflüssigt sich schon was. Boah, ja, ist schon heiß, müsst ihr natürlich aufpassen. Vorsicht, Finger weg. Ich wollte nur helfen. Und jetzt nehme ich mir mal hier den Schraubenzieher zur Hand. Ah ja. Ja, ja, dreh du mal. So, fast. Ja, ist natürlich da auch eine enge Kiste. Ich finde das jetzt auch nicht so schön gelöst. So, da haben wir sie schon draußen. Also ihr müsst keine Lötprofis sein, bin ich auch nicht. Und hier haben wir die Sicherung draußen. Jetzt habe ich vorhin 20 Ampere gesagt, ist eine 25 Ampere Sicherung. Die werden wir uns jetzt neu besorgen. Dann löten wir das Ganze da wieder ein. Dann muss ich mich wieder im Zaum halten, dass ich keine Wutausbrüche vor der Kamera bekomme. Ja, und schauen dann mal, ob wir da die Probleme dann alle schon gelöst haben. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, wo kriegt man dann hier so ein Gerät her? Ich habe das Ganze geschenkt gekriegt, gebraucht geschenkt gekriegt. Deswegen geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich an den edlen Spender dieses Gerätes. Und ansonsten verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch bequem so ein Teil bestellen. Gibt es aber auch überall im Baumarkt, im Autozubehör und so weiter und so fort. Sicherlich auch irgendwann mal beim Discounter. Also so ein Teil kriegt ihr an jeder Ecke. Wir haben die Sicherung gekauft, die hat Sarah da jetzt schon schön in die Zange reingeklemmt, weil das wird ja jetzt ja so ein bisschen fummelig, das Ganze. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Sarah muss mir ein bisschen helfen und das gleichzeitig filmen. Wird natürlich ein bisschen kompliziert. Der Lötkolben sollte, naja, ist natürlich nicht heiß. Ah ja, hier ist schon ein bisschen heiß. Ja, dann probieren wir das Ganze mal. Ich bin natürlich kein Lötprofi. Aber das soll euch dann auch Mut machen, ruhig drauflegen. Wenn ihr nämlich dann auch kein Lötprofi seid, braucht ihr vor dem Ganzen hier nicht zurückzuschrecken. Das ist natürlich jetzt auch eine Sache. Ich würde fast sagen, der Lötkolben ist schon fast zu klein hier für das ganze Vorhaben. Da müsste eigentlich viel mehr Hitze sein, aber einen größeren Lötkolben habe ich leider nicht. Und naja. Problem ist auch noch, jetzt haben wir auch noch so einen Wind. Das ist sicherlich auch nicht so gut hier für den Lötkolben. Ich mecker ja gar nicht. Aber ist, glaube ich, schon dran. Ich frage mich gar nicht. Ja, aber das ist ja noch eine kalte Lötstelle. Ich frage mich gerade, warum das hier nicht so will. Das ist auch der Lötzinn, der hier bei diesem Supermarktkolben dabei war. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ein bisschen besser hier. Na, das sieht schon besser aus. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus hier. Ja, keine perfekte Lötstelle. Und ja, es geht doch. Ja, so eine Lötstelle muss halt immer so ein bisschen glänzen. Ihr könnt ja immer die anderen hier angucken. Ja, lass mal los. Sollte irgendwie halt schön aussehen. Das wird das. So, jetzt kann Sarah hier gleich. Ne, da kannst du nicht, da wird heiß, der, das ist ja so ein Kupferstrang. Ich suche jetzt erstmal so ein bisschen Lötzinn drauf zu kriegen hier auf das Sicherungsfüßchen. Aber das ist immer alles so eine Sache hier. So, jetzt haben wir da schon so einen Tropfen drauf und genau. Ja.
Ja, zeig mal her, ich, genau, das mache ich jetzt mal über selber hier. Ja. Sieht doch schon fast gut aus hier. So, die Lötstelle sollte jetzt gut sein, ob sie jetzt kalt ist oder nicht, ist erstmal egal. Ihr macht das natürlich viel besser als ich. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Gerät, der Gerät jetzt wieder funktioniert. Lötstation können wir ausmachen. Dafür stecken wir das Ganze jetzt mal in die Steckdose rein. Nehmen unser Messgerät. Diesmal auf Gleichstrom stellen. Plus, minus, und jetzt sollten da 12 Volt drauf sein. Und wir haben 12,88 Volt, 12,9 Volt. Sieht schon mal besser aus. Das heißt also, könnte jetzt funktionieren. Jetzt ziehe ich den Stecker nochmal raus. Mach erstmal hier die Kappe wieder drauf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Batterie anklemmen. Der Netzstecker ist ja noch draußen. Jetzt stellen wir uns hier unsere Batterie hin. Wir haben Plus, wir haben Minus, ist oben auf der Batterie meistens draufgeschrieben. So, ich will das Ganze jetzt hier nicht so weit aufmachen. Drehen wir das Ganze mal um. Und jetzt schließen wir. Auf der Batterie draufgeschrieben. Jetzt Plus und Minus rein. Ah, Sarah, Plus und Minus angeklemmt. Und jetzt achtet hier auf den Zeiger. Ich hoffe mal, der schlägt aus. Jo, und der zeigt uns jetzt den Ladestrom an. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, wenn der dann so gegen Null tendiert, dann lädt die Batterie halt nicht mehr. Und dann kann man die Batterie abklemmen und wieder ins Motorrad einbauen. Und dann muss ich nur noch den Vergaser reinigen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr mal mit eurem Ladegerät Probleme habt, schmeißt es nicht sofort weg, sondern guckt einfach mal rein. Kann ab und zu auch einfach nur an einer Kleinigkeit wie so einer Sicherung liegen. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal. Ciao.